Nein, nein und nochmal nein. Bei diesen Typen gilt, Vorsicht kommt vor Nachsicht. Wolltest du immer schon wissen, wie weit Entgegenkommen, Güte und Wohlwollen gehen sollten? Dann haben wir hier und heute die Antwort für dich. Das schnell dahingesagte, jeder Mensch verdient eine zweite Chance, kann man so nämlich nicht stehen lassen. Es gibt Ausnahmen von dieser goldenen Regel und die Kandidaten dafür möchten wir dir in unserem heutigen Video vorstellen. Die folgenden 7 Arten von Menschen sollten nämlich definitiv keine zweite Chance erhalten, um dich ein weiteres Mal zu verletzen oder zu enttäuschen. Denn genau das werden sie tun. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Gemeinschaft bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Die Gierigen, die stets nur nehmen und niemals etwas beitragen wollen. Es gibt sie in jedem Lebensumfeld und man sollte sich hüten, ihnen auch nur den kleinen Finger zu reichen. Manche Menschen verstehen es ganz hervorragend, sich auf Kosten anderer ein schönes Leben zu machen. Sie betrachten die Welt als ihr ganz persönliches I-You-Can-Eat-Buffet, von dem sie sich schamlos bedienen. Zurück bekommt man von ihnen allerdings nichts. Das Nehmen ist in ihrer Wahrnehmung seliger als das Geben. Und an diesem Credo halten sie unbeirrbar fest. Wenn dich jemand schon einmal ausgebeutet und deine Gutgläubigkeit und Großzügigkeit missbraucht hat, solltest du ihm deine Tür kein zweites Mal öffnen. Nummer 2. Schönwetterfreunde. Sie sind immer zur Stelle, wenn irgendwo gefeiert wird, es kostenlose Getränke und Speisen abzustauben gilt und man eine gute Zeit verbringen möchte. Doch wehe, der Wind wird rauer und die Partyzone bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Dann ist Schluss mit lustig und du hörst so schnell nicht wieder von ihnen. Erst wenn die Stürme sich gelegt und deine Probleme sich in Luft aufgelöst haben, kriechen sie wieder aus ihren Löchern hervor. Solche Menschen sind nicht nur lachhaft leicht zu durchschauen. Du solltest ihnen auch keine zweite Chance einräumen, sich erneut nach allen Regeln der Kunst schadlos an dir zu halten. Nummer 3. Faulenzer und Opportunisten. Wer jemals in Schule oder Studium Gruppenarbeiten erledigen oder später am Arbeitsplatz in einem Team arbeiten musste, kennt das Dilemma mit dieser Spezies nur zu gut. Man schleppt sie wie einen tonnenschweren Mühlstein hinter sich her, muss ihre Arbeit für sie miterledigen und bekommt nicht einmal ein Wort des Dankes dafür. Sie schieben alles auf eine endlos lange Bank. Und das Schlimmste an ihnen ist, sie kommen damit auch durch und wissen es. Auf solche Menschen kannst du verzichten. Es gibt auch ohne sie genug zu tun für dich. Mach dein Ding und lass sie einen anderen Dummen finden, der für sie die Kastanien aus dem Feuer holt. Nummer 4. Ex-Partner. Das einzige im Leben, das wirklich besser wird, wenn man es aufwärmt, sind Eintopfgerichte. Alles andere wird maximal anbrennen und du verbrennst dir die Finger dabei. Doch der Reihe nach. Es gibt natürlich Paare, die eine zweite Chance nutzen und damit ihr Happy End kreieren. Das ist allerdings nur bei einem sehr geringen Prozentsatz der Fall. Meistens nämlich hatte es einmal sehr, sehr gute Gründe, warum man beschlossen hat, getrennte Wege zu gehen. Nur vergessen wir all das Gezanke und all die Verletzungen und tiefen Wunden schnell, wenn uns unsere Erinnerung einen Streich spielt. Wir reden uns die gute alte Zeit schön und schwelgen in verklärter Nostalgie, die uns dazu verleitet, unseren Exen eine zweite Chance einzuräumen. Doch sei dir versichert, es heißt Schluss machen, weil danach Schluss sein sollte. Nummer 5. Energievampire. Über sie stolpern wir immer wieder, wenn wir uns mit Menschen beschäftigen, die uns nicht gut tun. Die Bezeichnung könnte nämlich gar nicht treffender sein. Jedes Gespräch mit ihnen ist eine einzige One-Man-Show in Sachen Selbstdarstellung. Und sie reden und reden und reden ohne Unterlass. Im Anschluss daran fühlst du dich buchstäblich ausgelaugt und fix und fertig. Das musst du dir nicht antun.
Stelle ihnen lieber großräumig aus, denn sie sind im Gegensatz zu ihren Namensgebern auch tagaktiv und weder mit Knoblauch noch mit Kruzifixen oder Spiegeln in die Flucht zu schlagen. Nummer 6. Verdächtig anschmiegsame Ja-Sager. Vielleicht wunderst du dich, wie es dieser Menschenschlag in dieses No-Go-Ranking geschafft hat. Das ist leicht erklärt. Ja-Sager erscheinen auf den ersten Blick recht praktische Zeitgenossen zu sein. Sie stehen uns nicht im Weg und heulen mit den Wölfen. Doch das tun sie immer, überall und mit jedem. Du könntest schon bald zu ihrem feindlichen Lager gehören, denn Wendehälse drehen sich schnell. Nummer 7. Gewohnheitsmäßige Lügner und Betrüger. Wenn es ein altes Sprichwort gibt, dem du unbedingt glauben solltest, dann ist es, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, wenn er auch die Wahrheit spricht. Lügner und Betrüger sind Wiederholungstäter. Sind sie einmal damit durchgekommen oder hat man ihnen einmal großmütig verziehen, ist der Kick, es erneut zu versuchen, unwiderstehlich für sie. Lügen und Seitensprünge sind wie harte Drogen für sie. Einfach so aufhören geht nicht. Unser heutiges Fazit: Selbstschutz kommt vor Nächstenliebe. Es ehrt dich sehr, wenn du die Redewendung "Jeder hat eine zweite Chance verdient" hochhältst und mit allen zu Gebote stehenden Mitteln verteidigst. Aber wundere dich bitte nicht, wenn du früher oder später von ihr enttäuscht wirst. Manche Menschen sind unverbesserlich und sie sind Wiederholungstäter, was es doppelt schwer macht, ihnen zu glauben. Letztendlich werden ihre Taten für sie sprechen. Ein Lügner und Betrüger wird dich erneut aufs Glatteis führen, sobald sich eine günstige Gelegenheit bietet. Die Ja-Sager sagen das nicht nur zu dir, sondern zu jedem, der irgendwie von Vorteil für sie ist. Energievampire werden ihre Fangzähne erst dann aus deinem Fleisch entfernen, wenn sie dich leergesaugt haben und nichts mehr von dir übrig ist. Die gemütlichen Schmarotzer und Nutznießer nehmen dich aus wie eine Weihnachtsgans. Und Schönwetterfreunde kommen und gehen, je nachdem, ob es noch was zu holen gibt bei dir oder nicht. Sogar Ex-Partner sind ein heikles Thema, wenn sie um Vergebung bitten und ein Liebesrevival mit dir anstreben. Sei vorsichtig, wem du deine Zeit und dein Herz schenkst. Wer mit diesen unsteten Zeitgenossen einen zweiten Versuch startet, landet schnell wieder im Aus. Bist du allzu nachsichtig mit ihnen, hast du schnell das Nachsehen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.